Aber die Gäste in den weißen Trikots gleich zu Beginn erstmal unter Druck. Saarbrücken mit Rabbi Hitsch. Sivea. Mannheim zu verhalten. Da ist Rizzuto. Der hat Platz und Zeit. Havriluk und da Brünker. Fast sein fünfter Saisontreffer. Kai Brünker. Erste gute Möglichkeit für die Saarländer. Und das nach gerade mal 4 Minuten. Und Mannheim tut sich zu Beginn richtig schwer reinzukommen in die Partie. Das ist Karls und Rizzuto mit richtig rustikaler Grätsche. Trifft zwar den Ball, aber auch eben den Gegenspieler und zwar richtig schmerzhaft. Und bekommt nach der Aufräumarbeit zu Recht hier die gelbe Karte von Schiedsrichter Satter. Wieder der FCS, Ecke Rabihic und Gauss. Und der findet erneut Rizzuto. 25 Meter kann man mal machen, aber es fehlt noch die Feinjustierung. 10 Minuten sind da gespielt. Die Gäste noch ohne offensives Lebenszeichen. Riekmann direkt auf den startenden Arase gegen Becker im Zweikampf. Aber der Kontakt maximal, minimal, viel zu wenig für einen Strafstoß, den Mannheims Stürmer hier gerne gehabt hätte. Gut 20 Minuten vorbei, Freistoß Saarbrücken und das macht Rabihic. Abifade direkt vor die Füße von Sivea. Glück für den Waldhof. Nächste gute Chance für die Saarländer. Eine mit Aluminiumgeschmack. Aber der FCS bleibt jetzt dran. Wieder der starke Rabihic. Feiner Pass auf den eingelaufenen Gauss. Mannheim hat Probleme, bekommt den Ball nicht rausgeklärt. Und da ist wieder Rizzuto. Havriluk erneut stark. Saarbrücken arbeitet sich ran an die mittlerweile auch verdiente Führung. Die anschließende Ecke. Rabihic und Zeitz. 22. Minute. Die Gäste massiv in Bedrängnis. Denn offensiv fast gar nichts zu sehen. Und wenn, sind es eher solche Verlegenheitsversuche wie hier von Pascal Sohm. Und dann vergrößern sich auch noch die Mannheimer Abwehrsorgen. Die eh schon umgebaute Defensive muss erneut ergänzt werden. Albenas muss nach einer halben Stunde mit Oberschenkelproblemen raus. Für ihn bringt Rüdiger Rehm Okpala. Aber trotz großem saarländischen Druck, noch steht die Null bei den Kurpfälzern, die aber große Mühe haben. Rabihic mit Platz, genauso wie Kerber. Sechelmann hält da noch den Schädel hin. Saarbrücken hat bislang hier alles im Griff. Zeitz mit dem Blick für Gauss. Marcel Gauss kann die Abstimmungsprobleme zwischen Karls und Havriluk nicht nutzen. Und Wagner gerade noch dazwischen. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Wieder Karls und wieder rauscht Rizzuto ran. Und der war ja bereits verwarnt. Satter belässt es bei der Ermahnung. Großes Glück für den FCS, dass es noch zu 11 in die Pause geht. Die zweite Hälfte mit etwas engagierteren Waldhöfern. Abifade wird überhaupt nicht angegriffen. Immer noch Samuel Abifade fordert hier Handspiel. Aber Satter entscheidet zu Recht auf Weiterspiel. Immerhin, die Gäste jetzt besser drin in der Partie, sind aggressiver und vor allem auch zielstrebiger. Der eingewechselte Hermann. Arase. Und wieder ist da Hermann.
beste Mannheimer Chance nach einer guten Stunde. Darauf lässt sich doch aufbauen. Hermann, ein belebendes Element, seit er in der Partie ist. Und so will er natürlich seine Mannschaft auch sehen in der Vorwärtsbewegung. Trainer Rüdiger Rehm. Die nächste Gelegenheit für die Mannheimer. Dann vielleicht auch mal per Standard. Hermann übernimmt Verantwortung. Der 23-Jährige sehr aktiv. Aber keine Herausforderung für FCS-Keeper Tim Paterock bei diesem Freistoß. Dann mal wieder der FCS. Mal auch schnell und direkt über Rabihic. Und da ist Sivea, kommt nicht ganz ran. Havrilog passt auf, verletzt sich zwar hier bei diesem Zusammenprall, kann aber ganz schnell weitermachen. Insgesamt aber Saarbrücken harmloser in dieser zweiten Halbzeit. Dann eine starke Balleroberung von Wagner gegen Sivea. Und dann rollt er, der Waldhof-Express, über Abifade. Hat den Blick für Hermann, 0-1. Charles Jesaja Hermann, seine Einwechslung hat sich absolut gelohnt. Mit Tempo und Überblick Abifade und dann stramm und trocken zur Führung durch Hermann. Den Treffer hat sich Mannheim auch erarbeitet. Wie reagiert der Gastgeber? Der eingewechselte Naifi. 82. Minute. Die erste Offensivaktion überhaupt des FCS in dieser zweiten Hälfte. Und die Saarländer, die drücken und drängeln jetzt. Schlussphase. Das ist Kerber, der hat Platz. Und da fliegt Brünker ran, Ausgleich. Kai Brünker setzt hier seine kompletten 1,90 Meter ein. Und überfliegt die Waldhofabwehr. Aber es ist noch nicht vorbei. Nur eine Minute später wieder Saarbrücken. Und da ist wieder Brünker. Fast das 2:1. Mannheim kann durchatmen. Denn das war's dann auch. Der Waldhof nimmt dank der besseren zweiten Hälfte einen verdienten Zähler aus Saarbrücken mit.